Yo Leute, das Black Friday Video ist ja so richtig eingeschlagen und viele von euch haben auch gefragt, hast du Empfehlungen für Weihnachten? Also die letzten Jahre war ich immer so ein Typ, der ist am 23. ins Einkaufszentrum gegangen, mit 100.000 anderen Menschen, hat dann irgendeinen Schrott gekauft oder den Weihnachtsbaum gelegt. Aber seit 2 Jahren bestelle ich Weihnachtsgeschenke einfach nur stressfrei auf Amazon. Ich zeige euch heute ein paar richtig geile Produkte, die auch richtig geile Weihnachtsgeschenke sind und ich würde sagen, wir fangen mal an. So Leute, fangen wir mit Werkzeug an. Werkzeug ist einfach das perfekte Geschenk für Weihnachten, denn das braucht man immer wieder. Das ist nicht sowas, was man vielleicht einmal in die Hand nimmt und dann verstaubt es irgendwo in der Lade. Generell, wenn man im Bereich PC-Gaming unterwegs ist, hin und wieder muss man mal den PC warten, eventuell mal Wärmeleitpaste erneuern, Grafikkarte raus und da braucht man einfach Werkzeug. Es ist immer geil, so ein Komplettset daheim zu haben. Also mit so einem Set kann man alles machen, von Gameboys reparieren, irgendwelche Konsolen aufschrauben. Es ist einfach das perfekte universelle Set. Dieses hier ist von iFixit und ich habe schon wirklich viele Sets ausprobiert. Also diese 10€ Sets, die man auch auf AliExpress findet, die es auch auf Amazon gibt, bis hin zu diesem Set hier. Und das sind wirklich riesige Qualitätsunterschiede. Man sieht es hier schon an dem Schraubendreher hier, der ist komplett massiv aus Metall. Also da kann nichts kaputt werden. Bei den billigen, die sind meistens aus Plastik, da brechen dann meistens innen hier die Führungen und dann halten die Bits nicht mehr. Aber das ist wirklich ein Top-Set und da sind auch enorm viele Aufsätze dabei. Vom Pentalope bis hin zu Torx, einfach alles. Also damit kann man wirklich viel machen. Dann gibt es von iFixit aber auch noch ein kleineres Tool. Das ist dann eher für die Leute, die so auf Smartphones rumschrauben, die solche Öffnungstools brauchen, zum Beispiel auch einen Saugnapf. Da ist auch eine kleine Auswahl an Bits dabei, aber nicht so viel wie im großen Kit. Auf jeden Fall wirklich ein super Geschenk, sowas daheim zu haben, speziell wenn man gerne rumbastelt, ist immer nice, das unter den Christbaum zu legen. Aber auch für Heimwerker, Bosch hat zum Beispiel richtig geile Angebote, kleine Akkuschrauber oder Dremel haben wir euch auch unten in der Bio verlinkt. Kommen wir jetzt zum ultimativen Weihnachtsgeschenk für Männer, zumindest für mich. Und das sind diese Geldbörsen hier. Ich bin jemand, der immer seine Geldbörse irgendwo liegen lässt, sei es jetzt auf der Waschmaschine und sie dann ewig lang sucht. Und ich mag auch keine großen Geldbörsen. Und hier sind diese Dinger echt genial. Jeder von euch kennt iClip, aber es gibt auch 100.000 andere Brands und mittlerweile sind die qualitativ einfach genauso gut wie das Original. Und auf Amazon gibt es da wirklich unzählige von diesen Dingern. Und da gibt es mehrere Modelle, die haben hier vorne auch ein Fach für einen AirTag. Und für mich ist das mega geil, denn ich kann den AirTag einfach hier reinpacken und dann, wenn ich meine Geldbörse wieder mal nicht finde, kann ich zumindest am Smartphone schauen, weil das habe ich eigentlich immer bei mir, das habe ich noch nie irgendwo liegen lassen, wo meine Geldbörse ist. Also wirklich absolut geil. Die haben mittlerweile auch ein Münzfach, die gibt es mit oder ohne Münzfach. Ich mag es eigentlich lieber ohne Münzfach. Die Münzen kommen dann in die Hose und die kommen dann in eine Sammelbox und irgendwann am Ende des Jahres tauscht man das Ganze auf der Bank dann einfach wieder gegen Scheine. Auf jeden Fall mega cool, passen auch relativ viele Karten rein, die gibt es in Lederlook, Carbonlook, sind auch nicht teuer auf Amazon und sind wirklich das perfekte Weihnachtsgeschenk. Handheld-Spielekonsole, der Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken, aber welche soll man kaufen? Vor kurzem kam ja die PS Portal raus und eigentlich ein sehr cooles Konzept. Aber es braucht eine aktive Internetverbindung zum Spielen. Und wir wissen, in Österreich mit mobiler Internetverbindung unterwegs kann das schon mal ein Problem sein. Deswegen würde ich eher die ROG Ally empfehlen. Ist ein Windows-basiertes Handheld, da kann man wirklich alles drauf spielen. Und wenn man einen mobilen Hotspot hat, da kann man auf dem Smartphone einfach Internet machen und Call of Duty unterwegs spielen. Alles schon ausprobiert. Also trotz Steam Deck, PS Portal ist die Ally definitiv noch mein Favorit. Natürlich auch die Nintendo Switch OLED, auch sehr nice. Aber nächstes Jahr soll schon die neue Nintendo Switch rauskommen. Aber vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Also ist trotzdem noch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Aber behaltet halt im Hinterkopf, nächstes Jahr kommt vermutlich eine neue Switch. Wenn wir schon beim Thema Spielekonsole sind, dann nicht auf die Controller vergessen. Und zu Weihnachten soll es ja vermutlich ein bisschen ein speziellerer Controller sein. Natürlich gibt es den DualSense Edge von Sony, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Eher keine Custom SCUF Controller, die bereiten aus meiner Sicht immer ganz oft Probleme, speziell im Bereich auch Joysticks. Und hier gibt es auch was richtig Cooles für den Nintendo Switch von Nixie. Die haben Joy-Cons und da gibt es einen zum Beispiel im GameCube-Controller-Design. Und es ist nicht nur das Design, also der hat auch Hall-Effekt-Sticks verbaut. Das heißt, man kann keinen Stick-Drift bekommen. Der hat Instant-Buttons, die wirklich eine super Response haben. Der einzige Nachteil bei diesen ganzen fancy Aftermarket-Controllern ist meistens, dass die nicht direkt über den Nintendo Switch geladen werden können, sondern über USB. Aber man hat eine relativ lange Akkulaufzeit, also für mich geht das voll in Ordnung. Also wenn ihr irgendwas Spezielles haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Nixie rein. Die haben so richtig coole Controller.
Nach Weihnachten kommt ja gleich Neujahr. Meistens gibt es dann immer Neujahrsvorsätze. Ich muss auch zum Beispiel 10 Kilo abnehmen. Aber auf jeden Fall, meistens ist das so, man fängt an, sich irgendwas zu kaufen, sei es jetzt ein Diätplan oder auch ein Fitness-Tracker. Und hier gibt es zwei meiner Favoriten. Und zwar, wenn es einfach nur um Fitness-Tracker geht, dann Xiaomi Smart Band ist einfach ultra billig, Funktionen sind top, funktioniert auf Android und iOS und ist wirklich ein nices Weihnachtsgeschenk, wenn man sowas noch nicht hat. Wenn man eher mehr in die fancy Richtung gehen will, dann auf jeden Fall Huawei Watch GT 4. Also gerade wenn es darum geht um Akkulaufzeit, sind Huawei Smartwatches einfach die absolut besten. Also um die 2 Wochen Akkulaufzeit gibt es auch in richtig fancy Designs. Das ist für meine Freundin, gibt es hier in Gold, aber auch für Männer gibt es richtig nice und schöne Designs. Und die sind jetzt nicht wirklich unglaublich teuer, also bieten sich auch wirklich gut als Weihnachtsgeschenk an. Also wenn es um Smartwatch geht, dann auf jeden Fall Huawei. Der absolute Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken ist ein Streaming Stick. Wenn man noch kein Smart TV hat und unbedingt Netflix schauen will, dann braucht man natürlich einen Streaming Stick. Hier kann ich jetzt nur empfehlen den Fire Stick 4K, natürlich vorausgesetzt man hat einen 4K-fähigen Fernseher, sonst natürlich die Full HD-Version. Aber hier gibt es jetzt ein upgedatetes Modell mit Wi-Fi 6E. Damit habt ihr natürlich besseres WLAN und ist für Streaming einfach optimaler. Vorausgesetzt, man hat natürlich auch einen passenden Router dazu. Kann auch Dolby Atmos, HDR abspielen und der ist wirklich smooth. Preismäßig ist ein Fire Stick einfach beste Preis-Leistung. Verwende ich selber bei meinem Projektor im Schlafzimmer, auch hier Projektor im Gaming Room und ist wirklich ein Top-Weihnachtsgeschenk, wenn man kein Smart TV hat oder vielleicht auch mal von einem älteren Modell upgraden will. Wir haben hier vorher über Handheld-Spielekonsole gesprochen, speziell Nintendo Switch. Viele haben aber schon eine Switch, aber wenn jemand wirklich gerne auf der Switch spielt, gibt es auch wirklich coole Zubehör. Also generell, Switch hat natürlich jeder unterwegs eine Tasche dabei, vielleicht eventuell mal eine neue Tasche. Hier gibt es wirklich eine günstige, die ist von Oivo oder wie man das auch immer ausspricht. Da passt die Switch rein, Joy-Cons und da ist auch so ein Schaumstoff drinnen, wo das wirklich perfekt dann drin abgelegt ist. Aber auch zum Beispiel so eine Docking Station ist wirklich extrem nice. Man kann hier zum Beispiel seine Joy-Cons laden, man kann hier die Spiele ablegen, dahinter auch die Hüllen und natürlich auch die Switch hier vorne rein zum Laden und es schaut ultra nice aus und so eine Docking Station ist wirklich günstig. Natürlich ist die auch ein bisschen groß, also man sollte auf jeden Fall den Platz haben, aber macht wirklich was her als Weihnachtsgeschenk. Dashcams werden immer beliebter und sind wirklich auch ein top Weihnachtsgeschenk. Die Frage ist nur, welche soll man kaufen? Also es gibt ja bei Dashcams fast kein Limit, gibt es für einige 100 Euro, aber wenn man im Bereich unter 100 Euro für so ein Weihnachtsgeschenk unterwegs sein soll, dann ist AZ Dome wahrscheinlich eine gute Option. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich habe mir ein paar Testberichte dazu angeschaut, zur Full HD Version. Der Preisunterschied zur 4K Version ist jetzt wirklich nicht sehr hoch und die hat auch GPS inkludiert und sieht eigentlich richtig nice aus, bis auf den Mini-USB-Anschluss und die Qualität davon ist auch wirklich ganz gut. Weihnachtsgeschenke für PC-Gamer, da ist es natürlich immer schwierig. Man kann natürlich ein Headset kaufen, das haben wir alle schon im Black Friday Video gehabt. Aber was macht man jetzt eigentlich für den Gaming-PC? Also normalerweise ist der PC ja schon fertig, da kann man jetzt nicht wirklich was upgraden, wenn man auch speziell nicht weiß, was da drin ist. Aber was meistens immer geht, ist eine zusätzliche NVMe-SSD. Und da habe ich zum Beispiel die Samsung 89 Pro, ist wirklich eine super schnelle SSD. Oder wenn es ein bisschen günstiger sein soll, von Crucial, die P3 Plus. Hier in 1 und 2 Terabyte gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, also auf jeden Fall auch mal abchecken. Kommen wir mal zum Thema Earbuds. Die liegen auch gerne unter dem Weihnachtsbaum, aber es gibt einfach so viel verschiedene in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Ich habe letztes Jahr auch schon viele testen können, auch dieses Jahr, und ich zeige mal ein paar meiner Favoriten. Wenn es um Musik geht, verwende ich ganz gerne die Bose Quiet Comfort Earbuds. Die haben wirklich top Sound und mega guten Bass. Wenn aber eher Telefonieren wichtig ist, dann definitiv die Huawei FreeBuds Pro 3. Die haben so ein absolut krasses Noise Cancelling bei dem Mikrofon. Ich bin dann neben meinem Motorrad gestanden, man konnte das Motorrad nicht mehr hören, aber man konnte mich noch perfekt verstehen. Also das ist wirklich unglaublich, schaut euch gerne das Video an. Und auch richtig cool fand ich die Google Pixel Buds Pro. Die sind alle unten verlinkt, checkt's gerne mal ab. Geile leuchtende Gadgets, also wenn es darum geht, unbedingt mal die Produkte von Divoom anschauen. Also wir haben hier dieses Times Travel Gate und das hat hier so mehrere Tube Displays und das schaut so ein bisschen retro aus, hat auch LED-Beleuchtung hinten, so passiv und man kann auf diesen kleinen Displays hunderttausende Sachen anzeigen lassen, von einem Stats-Counter, Social Media bis hin zum Kryptokurs oder sonst was. Es schaut richtig fancy aus, man kann das Licht hier oben auch an- und ausschalten, verschiedene Modis durchschalten. Ist ein absolut cooles Gadget. Dasselbe gibt es aber auch in Bilderrahmenform in den unterschiedlichsten Größen. Ich habe zwei davon in meinem Gaming Room. Da kann ich zum Beispiel meine Follower anzeigen lassen oder irgendwelche Animationen.
sind wirklich das ultimative Nerd-Weihnachtsgeschenk, wenn es darum gehen soll, bling bling, irgendwas mit RGB. Charger, Kabel, Powerbanks. Gibt es auch wieder 1000 Marken. Wie gesagt, auch im Black Friday Video, ich verwende eigentlich fast nur Produkte von Ugreen. Da auch die 145 Watt Powerbank, also das ist wirklich ein brutales Teil. Damit könnte ich meinen MacBook oder meinen Lenovo versorgen. Für unterwegs einfach perfekt, speziell als Video-Creator. Wir haben aber auch richtig geile Charger mit bis zu 300 Watt Gesamtoutput. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt irgendein Teil damit super schnell laden kann. Natürlich kann das Ding nur so schnell laden, wie es laden kann. Aber man kann damit mehrere Geräte gleichzeitig laden und bis zu 300 Watt aus einem Charger rausziehen, spart sich einen Haufen Kabelsalat, extra Charger und die Produkte von Ugreen haben wirklich Top-Qualität, also da definitiv mal reinschauen. So, Thema Smart Home, Steckdosen. Klingt ein bisschen langweilig, aber für Smart Home Besitzer definitiv ein nices Geschenk. Die Frage ist da natürlich auch nur, welche. Also wenn es wirklich basic sein soll, dann ist der Amazon Smart Plug wirklich eine nice Option. Das einzige, was der nicht hat, was ich bei Shelly jetzt geil finde, ist zum Beispiel Stromverbrauch und diese ganzen Statistiken. Dafür gibt es einen Shelly Plug, der ist unglaublich klein, hat hier auch so eine LED-Ringbeleuchtung. Der Amazon Smart Plug ist ein bisschen größer, also das eher so Consumer-Bereich, wenn man vielleicht mal im Kinderzimmer irgendwas schalten will oder sonst wo. Aber wenn es ein bisschen professioneller sein soll, bis hin zum Balkonsolar, dann sind die Shelly Plugs wirklich absolut nice. Schaut da gerne mal rein. Aber es gibt auch dieses Teil hier. Das Teil ist zum Beispiel der Shelly 3AM. Damit kann man zum Beispiel den Stromverbrauch vom gesamten Haus messen und das ist für Smart Home Assistant Benutzer oder generell Leute, die daran interessiert sind, an Verbrauchsdaten, auch ein richtig nices Weihnachtsgeschenk. So, und zu guter Letzt noch ein bisschen mehr Smart Home Zeug, was auch interessant sein könnte, zum Beispiel Ring Türklingel. Da gibt es Modelle, die sind super einfach zu installieren, sind batteriebetrieben. Ich habe die verkabelte Version. Speziell jetzt auch in der Weihnachtszeit, wo es dunkel ist, eventuell Alarmanlage. Von Ring gibt es da wirklich nette Alarmanlagen, die dann eben auch erweiterbar sind. Das heißt, man kann mit dem Starterpaket anfangen, zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk, was sehr nice ist. Was auch sehr cool ist, worüber niemand redet, ist zum Beispiel eine Wetterstation. Speziell im Smart Home Bereich, in Home Assistant, kann man ja Wetterdaten auch integrieren. Und so eine eigene Wetterstation zu haben, ist schon sehr cool. Da gibt es zum Beispiel eine von Netamo. Die kann man hier innen montieren. Das kleine Ding da ist batteriebetrieben, ist die Außenstation. Die kann man außen mit einem Kabelbinder oder sonst irgendwie montieren. Dann einfach einstecken und der Rest geht eigentlich von alleine. Ihr habt dann die ganzen Wetterdaten in der App und könnt das Ganze auch in euer Smart Home System einbinden. Also richtig coole Sache. Und klingt vielleicht jetzt komplett unnötig, ist aber ein cooles Weihnachtsgeschenk, vor allem wenn man schon so einen ranzigen alten Wasserkocher hat, ist zum Beispiel so ein smarter Wasserkocher. Zum Beispiel für uns in der Früh, also wir füllen das Teil am Abend auf und planen einfach, wann das Teil dann das Wasser kochen soll, gehen in der Früh runter und haben einfach das heiße Wasser, sei es für die Babyflasche oder einfach einen Tee zu trinken. Also da gibt es schon richtig coole Geschenkideen, speziell im Smart Home Bereich, die auch gar nicht wirklich teuer sein müssen und die auf jeden Fall viel Freude bereiten können. Gadgets für den Gaming Room. Also jeder Junge träumt natürlich davon, irgendwelche fancy LEDs an der Wand zu haben. Ich habe davon ganz viele, die sind alle von Nanoleaf, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Aber so ein richtiger Geheimtipp ist mittlerweile Govee. Die haben qualitätsmäßig eigentlich Nanoleaf schon eingeholt und hier gibt es die Glide Hexagon Pro. Das sind so Würfelpaneele, wie man hier sehen kann. Das ist jetzt das Erweiterungskit. Es gibt aber auch ein Starterkit, ich glaube, das kommt mit 9 oder 12 von diesen Würfeln und hat einen richtig coolen 3D-Effekt. Ist es nicht so unglaublich teuer, kann man einfach an die Wand kleben, anstecken und man hat richtig geile Lichteffekte für den Gaming Room. So Leute, das waren unsere Weihnachtsempfehlungen. Ihr findet alles auf Amazon verlinkt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung und gerne auch, falls ihr Weihnachtstipps habt, die ihr gerne teilen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!